Ein herzliches Willkommen aus dem Bahnhof von Münster. Ja. Heute mal etwas Angekündigtes. Zumindest habe ich das mal gepostet vor 2 bis 3 Tagen, schätze ich. Müsste schon her sein. Denn am 22.08. hat 3D-Zug den ICE 2 released. Und ja, wir bewegen heute den auf der Linie 1053 Münster-Berlin-Gesundbrunn im Abschnitt Münster-Osnabrück ohne Zwischenhalte. Und ja, ich probiere euch den Zug auch etwas vorzustellen, vielleicht etwas zu erklären, meine ersten Eindrücke euch auch zu schildern, was ich von dem Zug so halte. Und ich komme einfach, wenn wir hier schon außen sind, direkt zum ersten Punkt. Ne, die Bugklappe. Man kann diese bedienen, vorne im Führerstand. Und die sieht wirklich geil aus, wenn die aufgeht. Ich kann es euch vielleicht gleich nochmal am Steuerwagen zeigen. Oder ich krieg sie auch wieder zu, das gucke ich gleich. Bei 30 km/h schließt diese sich dann auch wieder. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange und steigen auch gleich ein. Ich öffne euch nochmal die Türen. Na, von drin gucken wir gleich auch nochmal vor der Abfahrt. Und dann steigen wir in den Führerstein. Zack. Kann gut sein, dass ihr euch schon andere Videos angeguckt habt. Ich gehe aber auch nochmal auf die Leute ein, die den ICE 2 Führerstand noch nicht gesehen haben. Ja, was kennen wir hier? Man kennt auf jeden Fall schon mal den von Aerosoft, den 402. Nur hier, dass es natürlich in einer besseren Grafik und Funktionsweise ist. Dazu legen wir erstmal den Richtungswender in die Vorwärtsstellung. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Genau, die Sounds kennen wir schon aus dem 401, also aus dem ICE 1, der natürlich hier vorne ein Display hat, also ein digitales und kein analoges wie hier. Hier entsperren wir uns schon mal den Schlüssel. Und genau. Ja, ich würde sagen, ich überlege mir gerade, wie ich das jetzt am besten aufteile mit der Erklärung. Vielleicht mache ich erstmal uns Licht an. Hier links haben wir ganz standard die Fahrmotoren und die Lüfter. Dann haben wir hier 2 Displays für uns Lokführer. Die PZB ganz standard hier. Den Stromabnehmer und den Hauptschalter. Dann hier den AFBV-Sollregler. Den Fahrschalter. Richtungswender, wie ich schon erwähnt hatte. Hier haben wir unsere analogen Anzeigen, Instrumenten Anzeigen kann man so sagen, ja. Unser Leuchtmelder, das Wort habe ich gesucht. Hier haben wir die Zug- oder Heizen, genau, Scheibenheizung. Die Zugsammelschiene, die wir nicht bedienen können. Die Scheibenheizung ist auch nicht bedienbar, allerdings ist der Sandstreuer bedienbar. Und das Spitzenlicht, was sich in einmal abblenden aufteilt, also einmal ganz nach hinten ziehen, dann in der Mittelstellung einfach das normale Spitzenlicht und nach vorne das Fernlicht. Das kann ich euch gerne auch einmal von vorne zeigen. Jetzt haben wir abgeblendet, normal und Fernlicht. Gefällt mir gut. Dann haben wir einmal generell die Instrumentenbeleuchtung, was man auch, Moment, jetzt ja auch einmal sieht. Jetzt ist einfach alles aus, ne? Ich lege es mir wieder ein. Hier haben wir, wie ich schon vorhin angemacht hatte, Führerstandslicht und Buchfahrplanleuchte. Dann haben wir noch unser Führerbremsventil und so einen Ebola-elektrischen Buchfahrplan. Und hier ist schon der angesprochene Knopf für die Bugklappe vorne. Die hätte ich tatsächlich für das Video schon geöffnet. Ich hätte sie lieber jetzt erst öffnen sollen, damit ich nochmal die Animation zeige. Mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt nochmal drauf drücke. Ob sie sich wieder schließt. Negativ. Wenn ich sie jetzt nochmal drücke. Alles klar. Egal. Ich zeige es euch nochmal, wenn wir über 30 km/h sind. Hier hinten. Moment, ich kann auch mal die Tastensteuerung nutzen. Haben wir einmal
Ist jetzt eingewählt? Ich guck gleich nochmal. Einmal die SIFA schalten wir uns zu, den mache ich wahrscheinlich gleich wieder aus. Die PCB und die LZB. Federspeicher ist natürlich Standard wieder nicht angelegt, egal. Hier können wir. Ah, Bugklappe zu. Und hier hat man dann noch was für die Kupplung, was natürlich im 401 nicht ist. Genau, das war erstmal das, was ich jetzt grundlegend sagen wollte. Jetzt gucke ich nochmal von draußen, ob die Bugklappe wirklich. Nee, alles klar. Na gut. Ich wollte nur gucken, ob die Bugklappe auf ist oder zu ist. Das ist der Steuerwagen. Und auch vom Sound her hört man, dass es hier drin leiser ist während der Fahrt. Ich kann hier jetzt aber auch mal die Bugklappe öffnen. Ich muss den Richtungswender einschalten. Egal. Ich zeige es euch gleich, ja. Dann ist es einfach viel leichter. Mal gucken, ob er jetzt schon die AFB ausgewählt hat. Nein. Oh, die geht generell einfach nur aus. Jetzt klappt's. So. Und jetzt sind auch die Türen nach dem 10. Mal öffnen und schließen auch jetzt fest verschlossen. Ich mache jetzt mal den Scheibenwischer ein. Jetzt müsste er, glaube ich, im langsamen oder Invertal-Modus sein. Und unsere Fahrmotoren, Lüfter schalten wir einfach ein, indem wir hier in die Fahrstufe gehen. Und wir hören, es wird lauter. Moment, ich muss einmal nochmal in F gehen. Jetzt kann ich richtig beschleunigen und wir sehen auch hier, dass Zugriff aufgeschaltet wird. Hier nur auf diesen Triebkopf, dann wird es eine Einzeltraktion und ein IC2. Anders als beim 401. Los geht die wilde Reise. Das Makrofon kennen wir auch schon vom 401. Also die Sounds sind fast selbst die gleichen, außer kurzen Schluck Wasser getrunken. Außer während der Fahrt, wenn wir fix unterwegs sind, so ab 100 km/h fängt, glaube ich, der Sound an. Ja, hört man so Rücklungsgeräusche. Ich zeige euch gleich, wenn das nochmal kommt. Und das finde ich sehr schön. Das ist sehr gut gelungen. Ich weiß, ich wollte während wir noch am Bahnhof stehen, eigentlich euch noch hinten den Zug zeigen. Das mache ich gleich während der Fahrt einfach, wenn wir unter LZB fahren. Hier ist jetzt eine Tafel für die 160. Ich nehme gerade um 23:47 Uhr auf. Wir nehmen in den Samstag sozusagen auf, also auf den 24.8. Wir haben gerade den 23.8. Also gestern ist der Zug erst rausgekommen. Den gibt es, wie gesagt, bei 3D-Zug mit einem Preis von knackigen 34,95 €, was ich sehr viel finde. Ich mache mal kurz. Die Desktop-Audio verändert sich also nicht. Egal. Genau, was ich sehr viel finde, muss ich ehrlicherweise sagen, für den Zug, klar, er ist gut, aber weiß ich nicht. Dafür fehlt mir trotzdem noch irgendwas, was mir das Geld dann einen Wert verleiht. Ich habe es jetzt gemacht, klar. Ich kann ihn auch euch auch empfehlen, aber vielleicht wird er noch billiger, was ich aber tatsächlich doch nicht denke, dass er billiger wird. Ja. Und jetzt zeige ich euch den Innenraum. Ich habe vorhin noch die SIFA ausgeschaltet. Genau, hier sind schon mal Klos. Da haben wir jetzt gerade schon einen Ruckelsound gehört. Ne, echt jetzt? Ein Jahr lang 25% sparen? Ja. Sehen wir hier mit Franziska Fischer. So sieht es nämlich aus. Hier ist nämlich direkt der nächste Wagen. Hier sehen wir auch schön, wie der Übergang sich hier auch bewegt. Mit den Pfeiltasten springen wir hier durch.
Und das müsste, glaube ich, die erste Klasse hier sein. Oh, da kam nur 45 als Leerzug lang. So sieht es hier drin aus. Echt schick, finde ich. Nur das Licht hätten sie ein bisschen besser machen können. Weil jetzt ist hier scheinbar gar kein Licht an. Und hier vorne ist dann der Triebkopf. Wir springen einfach mal ganz frech ins Bordbistro. Und können sie uns ja mal setzen. Willkommen im Bordrestaurant der Deutschen Bahn. Ja. So sieht es ja aus, wenn ich mich jetzt umschaue. Auch realistisch, wie in echt. So sieht es für den Mitarbeiter in der Küche hier aus. Das ist jetzt natürlich nicht ganz realistisch, muss man ja sagen. Aber hier die Einrichtung in komplett weiß auch nicht. Aber ja, so genau kenne ich mich dann auch nicht aus. Aber hier ist wenigstens offen. Wir dürfen schon 200 fahren, der Zug beschleunigt. Ich habe die Leistung nicht zurückgewählt. Das war das Bordbistro. Die Klos sind natürlich überall Standard. Und sonst gibt es eigentlich nicht mehr. Hier ist noch die zweite Klasse, ne? Und die kann man sich aber scheinbar mit den Pfeiltasten nicht bewegen, fällt mir gerade auf. Das ist interessant, das ist mir noch nicht aufgefallen. Aber hier kann ich mich in die zweite Klasse setzen. Ja, ne, wenn wir jetzt mal hier schön rausgucken. Wundervolle Sicht auf das beschneite Münsterland. Und genau. Zurück im Führerstand. Ich zeige euch noch was anderes. Kirmes. Wobei, sieht man das jetzt? Nee, nicht so. Manchmal wackelt der Steuerwagen unheimlich. Oder auch der Triebkopf, wenn man... Also immer der Führerstand, der gerade nicht versetzt ist. Aber jetzt geht's tatsächlich. Naja. Ich hoffe, dass ihr mich gut versteht. Ich bin gespannt im Schnitt nachher, ob ich die, ob es denn zu laut oder zu leise ist. Habe ich Fernlicht ein? Nein. Ich dachte schon. Genau, das war erstmal so das, was ich jetzt im Zug erklären wollte. So sieht er jetzt von vorne. Hier ist aus. Nee, ist hier schon. Nee, ist schon Westbevern. Noch Westbevern, so, sorry. Genau, die Klappe war jetzt gerade geschlossen, habt ihr gesehen. Und bei der Einfahrt in Osnabrück zeige ich euch gleich nochmal die Klappe. Das ist sehr schön animiert, meiner Meinung nach. Ja. Was vielleicht noch fehlt, ist vorne bei der Klappe die Lichter, die eingeschaltet werden, wenn der Kuppel bereit ist. Auch beim 412. In echt so. Ja. Ja. Genau, ansonsten. Wir fahren die Strecke, die haben wir schon mal gefahren mit dem RE9. Aber mir gefällt die Strecke einfach richtig gut. Deshalb, ja. Was wollte ich jetzt sagen? Da ist die Frage, ne? Achso, nur mal zu der Strecke. Wir fahren eine 50 Kilometer lange Strecke, Münster-Osnabrück, ne? Insgesamt ist die Strecke 172 Kilometer lang. Die Strecke verläuft dann noch von Osnabrück aus bis Bremen, Hauptbahnhof. Allgemein, wie ich schon gerade erwähnt habe, schöne Strecke, gefällt mir sehr gut. Und vielleicht noch was zu meinem Video, denn ich habe meine Grafikeinstellungen in-game verändert und mein Face-Rig kommt jetzt nicht mehr hinterher. Deshalb kommen beim Train Simulator jetzt keine Face-Rig oder Hunde, wie sagt man, animierte Gesichter dazu, sondern nur noch bei anderen Folgen, zum Beispiel Susie oder The Bus. Genau, das ist noch dazu eben gesagt, was ich noch erwähnen wollte. So, jetzt hier rechts kann man gleich gut spotten. Wir sind schon vorbei, okay. Ja, moin. Und hier links habe ich mich auch mal hingestellt. Da muss man aber sehr aufpassen, wenn die Züge hier mit 200 durchknallen, dass man da nicht vom Sog erfasst wird, trotz der weißer Linie. Vor allem bei Güterzügen ist das ja sehr, ne? Aus Ostbevern kam auch schon mal ein, genau. Aus Ostbevern kam schon mal ein Trainspotting-Video. Das verlinke ich euch oben bei dem i. Hier oben müsste es dann kommen. Da könnt ihr auch gerne reinschauen. Ist ein 8-Minuten-Video. Kann ich nur empfehlen.
Ich habe euch das Schönste reingepackt, ne? Viele Makros, viele Lichtgrößen dabei. Gefällt mir sehr gut. Da ist auch dieser ICE dabei. Das fällt mir noch ein gerade. Der kommt ja nämlich aus, woher kommt der? Ich glaube aus Hamburg. Und macht den Münsterkopf und fährt dann nach Berlin-Gesundbrunn. Echte Linie, ja? Also fährt auch in echt. Aber nicht an jedem Tag. Nun ja. Ich suche immer noch nach guter Hintergrundmusik, die ich hier für die Videos einblenden kann. Aber vielleicht wollt ihr das doch gar nicht. Das könnt ihr auch nochmal gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich finde es eigentlich auch ganz schön, hier den Fahrsound zu hören. Und immer wenn es jetzt überruckelt, zum Beispiel über Weichen jetzt. Habt ihr es gehört, dieses? Ich hoffe, man hört das in der Aufnahme gut. Das gefällt mir besonders gut, ja. Hier auch nochmal ein anderer Hinweis. Ich bin jetzt auch auf Twitch aktiv und mache da ab und zu meine Streams, wo ich auch ein bisschen grusel mit euch. Mal gucken, vielleicht kann ich euch das auch an dieser Stelle hinzufügen. Also als Infokarte, vielleicht auch nicht, dann ist es in der Videobeschreibung. Das sollte jetzt auch frisch dabei sein. Das schreibe ich mal direkt auf, dass ich das auch nicht vergesse hier, ne? Ganz kurz genießt, sorry. Was wollte ich aufschreiben? Achso, Infokarte YouTube. Twitch und Ostbevern. Spotting. Des Weiteren, wenn euch die Fahrten zu lang sind, kann ich auch die Fahrten kürzen, ja? Wenn ich mir mal das so angucke, wie lang meine Videos überhaupt geschaut werden. Oh, da kommen direkt eine Träne. Kapi. Das war natürlich nur ein Spaß. Oh, ich hätte schon viel früher die Leistung abschalten können. Wir bremsen einfach mal langsam schon hier rein. Nicht zu dolle, damit es nicht so doll ruckelt. Ihr könnt auch gerne eure Meinung zu diesem Zug reinschreiben, die ihr entweder von euch selbst habt oder jetzt durch dieses Video bekommen habt. Ob ihr sagt, oh jo, das gefällt mir gut, ich habe mehr erwartet. Oder, na, das müsst ihr für euch vereinbaren, was ihr jetzt hierzu sagt. Wir gehen jetzt auf die 110 runter, weil der Bahnhof Längerich gleich kommt. Also erst 130 und gleich kommt noch 110, meine ich. Yep. 140 sind wir jetzt. Na, das darf man ja nicht vergessen. Wir haben hier ein analoges Tacho. Ich glaube, man kann es schon Tacho nennen oder Geschwindigkeitsanzeige. Was ist das denn? Ah, das sind Lampen für die Fahrbahn oder für den Bahnhof? Für die Fahrbahn. Oder. Hä? Ja, das glaube ich auch gesehen, die weißen Punkte, ne? Das weiß ich jetzt nicht, was das gerade war. Hier ist jetzt der Bahnhof Längerich. Von drinnen klingt das Makro übrigens genauso. Also das klingt ehrlich nicht gut. Ich kann euch nicht sagen, wie es von innen, also aus dem Führerstand denn echt klingt, aber ich glaube nicht so. Vielleicht ein Bug, den ich gefunden habe. Zumindest war das gestern der Fall bei meiner ersten Fahrt. Als ich aus der LZB in Hannover, Hamburg rausgekommen bin, ist die PZB auf die Zugfahrt mit der 55 umgesprungen. Mir fällt gar nicht der Modus ein. Ist es O? Oder ist. Also auf. Nee, U, ne? Unterste Zugart. Es gibt ja U, O und M. Wir bestätigen das hier einmal mit der PZB-LZB-Freitaste. Und ich beschleunige schon mal auf 110 hoch. Möchte das der Zug? Ja, okay. Die AFW hole ich schon mal ein bisschen runter, denn wenn wir gleich nach dem Tunnel aus der LZB rausfliegen, dann geht die AFB auf die 0 und dann bremst der Zug natürlich.
Das ist jetzt der Tunnel von Lengerich. Tunnel A steht hier. Und ich habe gerade schon erspäht, dass wir gleich die Landesgrenze überschreiten von NRW zu Niedersachsen. Hier steht's. So, jetzt ist das gekommen, was ich gerade gesagt habe. Dass wir jetzt auf 160 hoch dürfen. Also das mit der AfD meinte ich eigentlich, aber ja. So. Und mit Y taste ich mich jetzt auf die 160 mit der AfD wieder hoch. Das geht deutlich leichter denn, als das mit der Maus zu machen. Jetzt bleiben wir auch aus der LZB raus. Die kommt dann nach Osnabrück wieder. Ja. In echt würde natürlich die Schiene hier ziemlich rutschig sein durch den Schnee. Auch wenn zum Beispiel länger nicht geregnet hat. Ja, das ist nicht gut. Aber bei uns im Train Simulator passiert das nicht. Ich überlege gerade. Welches Spiel war das? In TSW, so, in TSW 3 oder 4 oder weiß ich nicht, vielleicht auch bald 5. Da ist das ja auch mit Radschlumpf, ne? 401 zum Beispiel, gutes Beispiel. Am besten die 185. Schön mit einem langen Güterzug. Da musst du echt kämpfen, dass du gut angefahren kommst nach einem HP0. Ja. Gut, dann können wir jetzt die Leistung eigentlich zurücknehmen. Und vielleicht die Fahrt noch, wobei. Das ist vielleicht gar nicht so schlau. Wir bleiben im Führerstand wegen den Tafeln, die jetzt rechts in unserer Fahrbahn kommen. Kann man Fahrbahn sagen? Rollbahn? Naja, oh, wir haben in der Vorzeit geschrieben. Antworten. Aber ich guck gerade mal, morgen 31 Grad. Das gibt's ja gar nicht. Und ach, die Sifa habe ich auch noch eingeschaltet. So, jetzt sind hier die 120 angekündigt. Mhm. 140. 130. 120. Jetzt kommt nämlich Naturparken? Ne, Hasbergen ist schon. Naturparken kam gerade schon, richtig. Und dann ist der nächste Bahnhof Osnabrück. Dann haben wir schon die kurze Fahrt. Ich sag's jetzt schon mal, wenn ihr mehr mit dem 402 sehen möchtet, dann liked gerne das Video auf jeden Fall, schreibt es in die Kommentare rein. Das habe ich ja auch noch jetzt angepinnt auf meinem YouTube-Kanal, mein neues Intro. Für YouTube könnt ihr gerne bewerten, wie ihr es findet. Rein in die Kommentare damit auch. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Genau. Mir gefällt's sehr gut. Japp. Die Musik ist zwar nicht ganz in Ordnung, da werden auch meine YouTube-Videos, wird mir schon angezeigt, dass es nicht in Ordnung geht, aber, die Videos werden nicht auf Gelb gestellt. Sagen wir so, sonst würde ich da auch was ändern. Weil gelbe Videos wir ja wirklich keine haben. Das kann man nur dazu sagen. Naja. Bye, bye. Ich habe einen unglaublichen Ohrwurm von, wie heißt das? Ich glaube, Moment, ich muss nachschauen, bevor ich hier Mist erzähle. Das Lied müsste, glaube ich, Bye Bye heißen. Ne, Bye X3 von Chiago und Jeremias. Und 1999 hat er den neuen Song Haare trocknen rausgebracht.
gefällt mir ehrlicherweise nicht so gut wie gedacht, weil ein bisschen, mir ist es ein bisschen zu ruhig, ja. Schönes Song an sich, aber ja. 150 haben wir schon drauf, alles gut. Der Real Life Guys. Da muss ich mir noch ein Video angucken, das suche ich parallel auf meinem Handy raus. So. Genau. Jetzt können wir uns eigentlich rollen lassen, weil die 110 gleich an einem Hauptsignal oder Vorsignal, ich glaube Hauptsignal, noch angekündigt werden. Hier rechts die große Rangierbahnhof von Osnabrück. Also kann man schon groß sagen. Hier oben müsste es gleich passieren. Nee, dann ist es gleich am Hauptsignal. Hier, da steht's, die 11. Einmal kommt ja immer schnell in das in die andere Stufe, die man nicht möchte. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Moment. Ich weiß es gar nicht mehr. Fehlstoß. So, in die Fehlstoßposition. Das ist natürlich nicht so gut für unsere Hauptluftleitung, aber hier passiert auch nicht so viel. Wir auch noch mal. Dann mache ich gleich noch die Bugklappe auf. Grüß dich, Kollege. RE. Der RE. Oh, was war das denn jetzt? RE2 müsste es gewesen sein. Wenn man nicht weiß, dass hier ein Bahnhof kommt, dann würde man auch einfach durchfahren, oder? Also bis man ihn halt dann sieht, ne? Ist ja klar. Also wegen der schlechten Sicht meine ich natürlich jetzt. Ist ja klar. Wie viel mehr sind wir? 70. Oh, ich hätte noch Fernlicht an. Upsala. So. Willkommen in Osnabrück. Na, bleibst du stehen. War nicht der Beste halt. Und Moment. Hallo. Warum geht die Klappe jetzt nicht auf? Buchklappe vorne auf. Oh, jetzt kommt schon hier. Ihr seht's, ey, ihr seht's. Oh, ich habe mich aber verbremst, ne? Der Zug will schon weiter, aber ohne mich. Wir steigen hier aus. Wir gehen unseren eigenen Weg. Naja, so ist das, ne? Ja. Dann bedanke ich mich jetzt an dieser Stelle recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. In dieser kurzen Folge mit einem Schnellspielszenario. Kurze Vorstellung vom 402. Lasst wie immer gerne ein Like da, guckt in meine Videos gerne rein, die jetzt gleich noch erscheinen werden oder bei der Infokarte. Genau, so sieht das Bild hier aus vom Train Simulator, vom IC2. Aha, unzulässige Verwendung des Signalhorns zweimal. Das ist noch ziemlich wenig. Und ich weiß nicht, wo ich jetzt so schnell gefahren bin. Naja. Und es regnet draußen. Eieiei. Genau. So, jetzt
war es das auch für mich. Ich gehe jetzt gleich schön ins Bett. Das Video wird aber noch vorher geschnitten, damit ihr es auch noch schon sehen könnt. Damit ich einer der Ersten bin, hoffentlich, der das Video den Zug zeigt. Bis dann, macht's gut. Lasst ein Like da, abonniert gerne und vergesst nicht zu kommentieren. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.